Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Tiny Craft Attack 7, heute mal wieder alleine. Und ja, ihr seht schon hier, was ich gemacht habe. Und zwar habe ich eine Schüssel gebaut hier auf Rizis Berg. Und das soll eben eine Reisschüssel sein, ja, so als kleines Geschenk. Vielleicht kann ich ihn damit besänftigen, ja, bevor er wieder hier da unten irgendwie das alles vollbaut mit Cobblestone. Oder ich weiß nicht, wer das war, vielleicht auch Nils Kevin. Aber ja, ich nehme an, also ich weiß nicht warum, aber irgendwie trifft es halt immer mich, ne? Und ja, das ist halt ein bisschen schade. Vor allem hat Rizis letztens im Stream gesehen, dass ich irgendwie was gemacht habe hier mit meinem Haus, als ich das wieder hingesetzt habe per Command, und da hat er mir wieder gedroht, ne? Und ach, das ist doch alles nicht mehr schön, keine Ahnung. Ich finde das mittlerweile einfach übertrieben, wie sehr immer auf mich eingeschlagen wird, und keine Ahnung, finde ich dann auch ein bisschen schade. Und ja, vor allem kann ich oft nicht unterscheiden, ob das jetzt Roleplay sein soll oder nicht. Ja, keine Ahnung, da habe ich dann einfach keine Anhaltspunkte mehr, an denen ich das erkennen kann. Ja, ist einfach so mittlerweile, und ja, das ist komplett scheiße so, die Situation. Und ich hoffe, das klärt sich wieder. Vor allem hat er auch sich neulich drüber aufgeregt über die Roleplay-Folge, da werde ich aber dann selber nochmal einen kurzen Einschnitt vorher geben. Das heißt, am Anfang des Videos werde ich dann sagen oder gesagt haben, was es damit auf sich hat, warum die Roleplay-Folge eben so war, wie sie war. Ja, war halt nicht das Beste jetzt, ne? Und naja, keine Ahnung, kann ich jetzt halt auch nicht mehr ändern. Ich werde natürlich versuchen, das beim nächsten Mal besser zu machen, in der nächsten Roleplay-Folge. Und ja, ich suche die ganze Zeit das Nether-Portal. Wo ist denn das hin? Hä? Also, ich verstehe das gerade nicht. Irgendwie muss das doch hier sein. Aber anscheinend wurde das entfernt. Ja, dann ganz einfache Sache. Game Mode, Spectator. Und ich gucke hier mal, wo das Nether-Portal ist. Ja, das regt mich gerade extrem auf. Ja, dass ich hier keins finde. Weil ich meine, irgendwo muss es ja sein. Ich hatte es neulich noch irgendwie betreten. Und ja, es hängt jetzt nicht damit zusammen, dass hier die Brücke ist. Sondern das war schon danach. Ah, hier oben ist es. Okay. Ja. Irgendwie war das doch neulich noch woanders. Ich glaube, das hat er jetzt erst umgesetzt. Nicht schon seit der Brücke oder so, wie ich erst irgendwie vermutet hatte. Aber egal, ich hole mir noch mal ein bisschen Quarz, dann mische ich dieses Diorit so ein bisschen damit und ja, habe dann hoffentlich so eine gute kleine Auffrischung, ne? Also ja, ich meine, da hat er dann eine schöne Mahlzeit hier, eine warme, ja. Wird ja auch warm gehalten. Und ja, das ist doch geil. Nee, aber ich wollte halt Rizis mal pranken, und sowas ist halt ein lustiger Prank, ne? Das ist halt jetzt nichts, wo was kaputt geht. Das kann man als Geschenk sehen, ganz einfach, ne? Und ja, mal sehen, wie es ihm gefällt. Ist natürlich jetzt nicht nützlich, aber vielleicht sagt er, ja, ja, schöne Deko, ich lasse es mal stehen. Ja, und hier stehen immer noch die Wütter, ja, wie ich befürchtet hatte. Der Nether ist einfach verseucht damit. Ja, was soll ich sagen? So, die nehmen wir mal, die Glück. Und ja, dann baue ich das mal hier kurz ab, ne? Ja, ich hatte jetzt vor der Folge nicht mehr die Zeit, das noch vorzubereiten. Tut mir leid. Aber ja, jetzt mache ich das mal eben noch so ein bisschen verspätet. Da habe ich 7 Quarz. Ah, da drüben ist noch was. Sehr gut. Weil sonst weiß ich auch nicht, wie ich das hier finanzieren soll, ne? Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ah ja, die letzte Folge war mit Julius Gaiman. Die war ja zusammengeschnitten. Ich weiß noch nicht wie und ob ich das überhaupt gemacht habe, aber ich denke schon stark. Das Ding ist halt, dass es 1 Stunde 10 war und ja, das Rohmaterial dann irgendwie auf 10 Minuten zu bringen, ist natürlich auch aus meiner Herausforderung. Aber ich werde das schon hingekriegt haben, ne? Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen. Ja, mal schauen. Also ich werde sowas nicht so oft machen, aber ich dachte mir halt, wenn Julius Gaiman schon mal dabei ist und ich das auch uncut aufgenommen habe, alles für Lumash halt, da kann man auch mal einen Zusammenschnitt machen. Und ja, ich meine, ist ja jetzt nicht schlimm. Wenn er mal so, wenn man mal ein bisschen mehr schneiden muss, vielleicht macht es mehr Spaß, ja, ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn es jetzt nicht allzu oft ist, dann geht's. Aber wenn man das jetzt jede Woche macht, dann wäre es natürlich etwas zu krass und zu oft. Also, das könnte ich dann auch nicht gebrauchen, weil ich aktuell schon genug zu schneiden habe. Aber naja. So, gucken wir mal. Gibt es eigentlich noch irgendwelche Infos hier wegen dem Kanal? Ich weiß gar nicht. Battle Royale läuft, glaube ich, wieder. Oder? Ne, warte mal, wann kommt denn das Video hier? September, oder?
Nee, Quatsch, das kommt ja schon. Nee, Moment mal. Kommt das noch September oder schon Oktober? Ich denke noch September. Und ja, stimmt, da gibt es ja aktuell keine Battle Royals. Die sind ja schon gelaufen. Das heißt, da gibt es nichts mehr zu sagen. Im Oktober ändert sich wieder ein bisschen was vom Upload-Plan her. Das spreche ich dann nochmal an. Ja. Ja, dann würde ich sagen, komme ich auch schon mal zum Thema. Ich bin eh gerade hier noch am Abbauen. Und zwar folgendes: Ich möchte ein bisschen über Kollektivbestrafungen reden, dachte ich mir. Wenn ich jetzt hier schon mal wieder alleine bin, ja. Die nächste Folge wird wahrscheinlich auch wieder Together-Folge sein. Da werden wir dann das Roleplay mal versuchen zu fixen. Und ja, sonst hatten wir jetzt auch wieder einige mehr Together-Folgen, als ich dachte. Und ja, da ist so ein Thema mal wichtig, wieder einzustreuen zwischendurch. Und ja, ich würde sagen, fangen wir mal an gleich. So, ich glaube, ich muss erstmal einen kurzen Cut machen. Okay, ich bin dann schon mal zurückgegangen, würde ich sagen. Und ja, da habe ich kurz gecuttet mal. Und ich mache dann mal hier so eine Mischung draus aus dem normalen Quarz und den Andesit-Blöcken. Ne, da werde ich also jetzt hier so irgendwie was machen. Das kommt dann mal weg. Versuche dann jetzt einfach das so ein bisschen schachbrettmäßig anzuordnen. Genau. So, dann kommen wir aber jetzt auch mal zum Thema, nachdem ich schon fünfmal gesagt habe, also Kollektivbestrafung. Was kann man dazu sagen? Wir haben mal eine gekriegt, da mussten wir irgendwie die gesamte Klasse halt, ja, so eine Seite aufschreiben wegen Sport. Ja, weil dann, das war eine Vertretungsstunde und da haben wir irgendwie so ein, mit einem Mattenwagen sind wir da rumgefahren, so, und keine Ahnung. Dann haben die das so ausgelegt, als hätten wir die Hilfestellung nicht gegeben oder so beim Springen. Und ja, dann mussten wir ja irgendwie so eine Arbeit schreiben. Und das war halt übelst nervig, weil, keine Ahnung, vor allem, ja, da wurde dann jeder bestraft, so, obwohl sie nicht mal alle dabei waren. Das war denen scheißegal, so, ja. Auch wenn eins, zwei wirklich nachweislich nicht dabei waren, dachte so, nee, egal, alle werden bestraft, so. Und das ist halt schon scheiße. Ja, und das hatten wir öfter auch mit Arbeiten, so, ja, kennt man ja hier, der klassische Fall, meistens in der 6., 7. Klasse machen sie sowas hier, ja, hier, ihr wart mir zu laut, wir schreiben jetzt mal eine Arbeit, ne, oder irgendwie sowas. Das ist halt einfach nur total nervig und ich weiß nicht, ey, das muss nicht sein, da versaut man nur die Noten der Schüler, und das ist, weiß ich nicht, einfach nicht zielführend, ja, da schwindet die Motivation auch für das Fach, wenn du eh schon Probleme in dem Fach hast und dann vielleicht noch wegen sowas die Note noch schlechter beeinflusst wird, ne? Das muss man ja auch mal sehen. Da hat man dann noch weniger Bock, ja, was fürs Fach zu tun. Wenn man sich vorher schon aufraffen muss immer und dann noch so einen Arschtritt kriegt, obwohl man nichts gemacht hat am Ende, ja. Weil, ja, die ganze Klasse wird halt bestraft. Toll. Ich weiß nicht, ich habe davon noch nie was gehalten, muss ich sagen. Von solchen Methoden und ja, ich hoffe, dass sowas mal irgendwie, weiß ich nicht mehr praktiziert wird einfach, ja. Es ist einfach eine veraltete Methode. Früher konnte man vielleicht sowas noch benutzen, aber heutzutage, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, meiner Meinung nach. Und ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ich weiß auch nicht. Ja, ich mache hier nochmal die Blöcke übrigens zu, so, und dann schreibe ich noch ein lustiges Schild. Passt mal auf. Ja, also ich habe hier drauf geschrieben, hier eine kleine Schüssel Reis für den kleinen Hunger und noch so ein Podest gebaut, oder Podest, damit man das so ein bisschen besser sieht, dass das hier so, ja, quasi befestigt ist und ja, dann hätten wir das, ne, ist doch mal ein cooler Prank oder so für diese Folge und ja, ich würde dann sagen, dass ich mal runtergehe zu meiner anderen Base. Übrigens, demnächst gibt's nochmal eine Statue, ne, da gucke ich mir sowas nochmal hier genauer an, diese ganzen neuen Statuen und Sachen, die hier passiert sind. Aber ja, jetzt aktuell muss ich erstmal abtauchen in meine Geheimbase. Da habe ich nämlich noch ein bisschen hier weitergebaut, ja, tatsächlich. Das hat man, glaube ich, noch nicht gesehen, oder? Ich weiß gar nicht. Weizenfarm, Kaktusfarm, genau. Und da will ich dann eben entsprechend das bauen. Mal sehen, wann ich das schaffe. Muss ich mal gucken. Ich würde sagen, ich gehe nochmal... Ja, komm, das reicht. So weit gehe ich, oder? Na, komm, einen noch. Ja, komm, einen noch. Ja, so kann das jetzt ewig weitergehen. Nee, aber hier mache ich dann wirklich mal Schluss und würde sagen, auf dieser Ebene kann die Farm errichtet werden.
Und ja, an der Stelle ist aber auch die Folge schon wieder vorbei. Also danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss an dieser Stelle.